Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über die Bedeutung von Empfehlungen sprechen und von dem Thema Mundpropaganda. Das heißt, wenn du im Bereich Handwerk oder Fachhandel unterwegs bist, schau das auf jeden Fall an. Ist eine Möglichkeit, mit der du deinen Umsatz definitiv steigern kannst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren oder lass auf jeden Fall schon mal ein Like da und sehen uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Empfehlungen sprechen, Bewertungen und Propaganda. Das heißt, alles, was dir irgendwie Umsatz bringen kann oder ein besseres Image, sagen wir jetzt einfach mal, nachdem ein Kunde bei dir gekauft hat. Warum ist das jetzt so ein wichtiges Thema? Ich empfehle das immer wieder unseren Kunden in den Gesprächen. Du musst dir einfach vor Augen führen, die Produkte, die du verbaust, in den allermeisten Fällen, die sind ja bei den Leuten zu Hause. Das heißt, sie sind sichtbar. Beim Terrassendach sind sie natürlich von außen auch sichtbar, bei der Küche ist es sichtbar, wenn man reingeht. Das heißt, wenn du so möchtest für deine Produkte, hast du immer sowas wie Laufkundschaft, ja, weil deine Kunden bekommen Besuch, die haben einfach Leute, die deine Produkte sehen. Das bedeutet, wenn man sich da nicht ganz doof anstellt, kann man es wirklich schaffen, über solche Wege viele Bewertungen oder Empfehlungen am Ende des Tages zu bekommen. Wie schafft man das Ganze jetzt am Ende des Tages? Erstmal durch so eine Art Awareness, würde man sagen, beziehungsweise erstmal würde ich an deiner Stelle irgendwie dafür sorgen, dass deine Kunden überhaupt wissen, dass es sich lohnen kann, dich weiterzuempfehlen. So, wir hatten da schon mal hier auf diesem Kanal drüber gesprochen. Stichwort Empfehlungsprogramm. Das heißt, du solltest natürlich deinen Kunden irgendwas bieten, damit sie dich auch weiterempfehlen. Das kann eine Provision sein, das können andere Geschenke sein. Einfach irgendwas, was der Kunde bekommt, wenn er dich am Ende des Tages weiterempfiehlt. So, und ich würde es so machen, so empfehle ich das unseren Partnern immer, beziehungsweise so wird es ganz gut auch umgesetzt. Sobald es die Endabnahme gibt, von dem Terrassendach, von der Küche, würde ich dem Kunden einfach nochmal sagen: Hey, freut mich, dass jetzt alles so gut geklappt hat. Ganz kleine Info noch am Rande: Wenn Sie uns weiterempfehlen, gibt es XYZ. Weil automatisch, also sorgt jetzt nicht dafür, dass der Kunde losläuft und seine Leute da irgendwie in dein Haus bringt, aber du hast sozusagen im Kopf jetzt so eine Klammer aufgemacht, dass wenn diese Person das nächste Mal gefragt wird: Ey Mensch, ihr habt doch ein neues Terrassen, das sieht mega schön aus. Und wenn das mal zur Sprache kommt: Okay, wir möchten vielleicht auch sowas machen. Ah ja, wunderbar, hier gibt es entsprechend gute Konditionen, es gibt ein Empfehlungsprogramm, ich kann dir diesen Kontakt nur ans Herzen legen. Das heißt, sorg erstmal dafür, dass alle deine Kunden wissen und am besten auch Bestandskunden jetzt aus der Vergangenheit, denen musst du das ja nochmal über das Telefon mitteilen. Sorg dafür, dass alle deine Kunden wissen, dass es so ein Empfehlungsprogramm bei dir gibt oder Programm in Anführungsstrichen. Sorg einfach dafür, dass die Leute wissen, dass es was gibt, wenn man dich weiterempfiehlt. Die zweite Sache, die man machen kann: Man kann auf dem Produkt selber schon darauf hinweisen. Ist auch wieder eine Sache, die ich quasi schon gesehen habe bei Partnern von uns, die sehr gut umgesetzt wird. Du kannst sozusagen auf dem Produkt, zum Beispiel auf dem Terrassendach, meinetwegen auf dem Pfosten oder sowas, einen kleinen QR-Code hinterlassen, einen Sticker, Flyer, wie auch immer, damit die Leute, wenn sie mit deinem Produkt interagieren, vielleicht auf deine Homepage kommen können. Dass sie einfach dein Produkt sozusagen sehen und sich direkt darüber informieren können. Ich habe mal den Satz gehört von einem Partner von uns, der gesagt hat: Du, Nico, pass auf, wir sind hier im Bereich XYZ unterwegs und eigentlich ist das ganze Bundesland meine Ausstellung. Weil er macht seit 10, 20 Jahren, macht er da Aufträge, der sorgt dafür, dass jedes Terrassendach, was er baut, ihm direkt zugeordnet werden kann, über zum Beispiel so einen kleinen QR-Code. Und das ganze Bundesland ist seine Ausstellung. So, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn du jetzt, sagen wir einfach mal, 200, 300 Kunden mit einem Terrassendach beliefert hast, wie viel Laufkundschaft, in Anführungsstrichen Laufkundschaft, da zustande kommt. So, und wenn du es den Leuten einfach leicht machst, dich über diesen Weg zu finden, dann sorgt das eben extrem dafür, dass du auch mehr Aufträge bekommen kannst. Die zweite Sache, die da noch ein bisschen mit reinspielt, bezieht sich natürlich auch wieder auf unsere Dienstleistung, und zwar das ganze Thema Mundpropaganda. Mundpropaganda heißt einfach, du bist in aller Munde, es wird über dich gesprochen. So, und ich bekomme auch hier immer wieder die Frage gestellt: Okay, Nico, wie kann ich diesen Effekt verstärken? Ja? Und eine Sache, die da immer wieder, oder die eigentlich immer die Antwort ist auf dieses Thema, ist das Thema Sichtbarkeit. Ja, du musst sichtbar sein bei den Leuten. Das geht unter anderem über das, was ich gerade erklärt habe, aber es geht vor allem über, einfach gesagt, bezahlte Werbung. Nimm Facebook, nimm Instagram, mach da Werbung. Du musst nicht immer das Ziel haben, Leads zu generieren. Das ist ja das, was wir hauptsächlich mit unserem Partner machen. Aber wir haben auch viele Kampagnen, wo es einfach nur um Image geht, um die Sichtbarkeit letzten Endes, um die Präsentation des Unternehmens, wo wir dafür sorgen können, dass die Leute über dich sprechen. Man kann bei Facebook, bei Instagram relativ schnell viele Menschen erreichen. Und wenn du zum Beispiel mit deinem Unternehmen jetzt eine neue Werbebotschaft hast oder ihr habt euch vielleicht jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert, ab heute quasi, dann sind das Botschaften, die müssen wir über den Weg Facebook oder Instagram oder generell das Internet, müssen wir nach außen tragen, damit die Leute schnell Wind davon bekommen, damit sie über dich sprechen und auch hier wieder Empfehlungen, Bewertungen nach sich ziehen. Ist eigentlich ganz einfach, wird aber von den wenigsten Leuten genutzt. Das heißt,
Wenn du sowas für dich hast, wenn du gerne irgendwie eine Situation hättest, wo Leute über dich sprechen, wo dich Leute einfach mal kennenlernen in der Region, dann komm gerne auf uns zu. Buch dir gerne einen Termin bei uns auf der Homepage, kommentiere hier unter dem Video, wir können dich da auf jeden Fall sehr gut beraten. Und dann können wir am Ende des Tages vielleicht irgendwas machen, damit das bei dir ein bisschen besser läuft, wenn es jetzt darum geht, wie gesagt, sichtbarer zu werden oder einfach bei den Leuten im Gedächtnis zu bleiben. Genau, ansonsten danke ich dir schon mal fürs Zuschauen, wünsche dir natürlich viel Spaß bei den nächsten Videos und wir sehen uns dann wieder.